Ich bin schon vor ein paar Tagen aus der Wohnung ausgezogen, in der ich das letzte Mal gefilmt habe und bin in ein Hostel gezogen mit 13 anderen Personen, das nördlich von Tokio liegt und in dem ich auch zum Glück nichts bezahlen muss, weil ich über die Webseite workaway.info an eine Stelle gekommen bin, in der man ja gegen eine kleine Arbeit im Grunde freie Unterkunft hat. Ich helfe da ein bisschen mit der Wäsche und mit Putzen und so, Betten beziehen, das ist alles total easy und alle sind auch super entspannt hier und man trifft 1000 Leute aus allen möglichen Ländern und ja, es sind überall Deutsche. Aber die sind nett. Und in Japan ist es ja dann doch auch wieder ein bisschen was anderes. Man kann sich ein bisschen austauschen und was zusammen unternehmen. Man hat auf jeden Fall viele Kontakte. Das ist eine coole Sache. Wer da Interesse dran hat, das zu machen, kann ich das nur empfehlen. Und ja, ansonsten waren wir heute zusammen Kirschblüten suchen. Da haben wir einen kleinen Park gefunden, wo drei Bäume stehen, die wir alle bewundert haben. Darunter waren sogar eine Gruppe von Japanern, die da Picknick gemacht haben, also Hanami, Blumen betrachten. Was ja hier ganz typisch ist, da werden wir bestimmt auch noch mehr von sehen, wenn erstmal April ist. Danach auf dem Rückweg sind wir nach einem Kimono-Laden vorbeigekommen, wo man Kimonos mieten kann. Ich dachte erst, es wäre was zum Kaufen. Ich will ja immer sofort alles kaufen, aber es war zum Mieten und die wären auch viel zu teuer gewesen. Es sind wirklich hochwertige Furisode und ja, für junge Frauen, die vielleicht 20 werden und dann zu den Festivitäten den Kimono anziehen oder die den Kimono zu Hochzeiten anziehen und ausleihen für den einen Tag. Auf jeden Fall durfte ich einen anprobieren, was total cool war. Die Frauen haben mir das dann angeboten, weil ich das einzige Mädchen war, war das natürlich dann auch nicht so eine große Sache, aber die sind halt auch super schnell, ne? Die machen das jeden Tag 100 Mal und ruckzuck hatte ich das Ding an und ja, haben wir ein paar Bilder gemacht. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ich hätte am liebsten mitgenommen und jetzt jeden Tag angezogen. Bestimmt praktisch zum Arbeiten, den langen Ärmeln. Ja, wie auch immer. Mal gucken, was die nächsten Tage so bringen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich hier nach hingehen werde. Ich habe jetzt noch bis nächste Woche Donnerstag Zeit. Keinen Schimmer. Das ist ja das Tolle dabei, ne? Alles ist möglich. Man muss sich nur entscheiden können. Like a princess. Wow. I am. Hajiyo-sama.